Energie Cottbus hat in Rathenow 1-0 gewonnen, den Pokal geholt. Wie groß ist die Freude oder wie gedämpft ist die Freude nach dem Abstieg aus der dritten Liga über diesen Pokalsieg? Ich denke, dass die Freude... Ich denke, dass die Freude ziemlich groß ist, also sollte sie auch. Ich denke, nach dem Abstieg in der Liga ist es natürlich für uns ziemlich bitter gelaufen. Und ich denke, dass das einfach nach den 3 Jahren, die ich hier war und auch noch bin, einfach der krönende Abschluss auch für den Club einfach war. Wie tief sitzt trotzdem noch die Enttäuschung über die Ereignisse von Braunschweig? Ich würde sagen, ziemlich tief. Wie gesagt, wir haben... Wegen einem Tor sind wir aus der Liga abgestiegen. Das ist natürlich bitter, auf diesem Weg abzusteigen aus der Liga. Aber ich denke, nichtsdestotrotz sollte man weiterschauen, nach vorne schauen und wenn man hinfällt, auch dann wieder aufstehen. Und ich glaube, der Club wird das auf jeden Fall wieder rocken nächstes Jahr in der Regionalliga und dann wieder auch aufstehen. Für Sie geht es weiter in Paderborn in der Bundesliga. Wird das für Sie so ein kleines Fußballmärchen wahr? Das definitiv. Also ich glaube, in meinen schönsten Träumen hätte ich mir das nicht erträumen können, dass das so läuft für mich. Aber wie gesagt, ich denke, ich habe dem Verein sehr vieles zu verdanken. Die haben mich vor 3 Jahren hier aufgenommen und haben mir so viel gegeben. Ich durfte mich hier weiterentwickeln und ein besserer Fußballer werden. Und wie gesagt, das werde ich niemals vergessen. Und dass ich ab der kommenden Saison in der Bundesliga spielen darf, das ist allein Verdienst der Mannschaft und von der Energie Cottbus. Kann man sagen, Sie sind in Cottbus zum Profifußballer gereift? Das definitiv. Ja. Und wie werden Sie den Verein in Erinnerung behalten? Im Guten. Klar, das letzte Jahr ist es natürlich nicht so gut gelaufen für den Club, aber nichtsdestotrotz werde ich den Verein immer im Guten in Erinnerung haben.